Er wirkt konzentriert. Tief atmet ihr ein und schon fliegt das Fleisch in den Schwammkopf hinein. Mit all seiner Kraft und durch eisernen Willen kann auch er nun wieder Burger grillen. Nicht schlecht. Mein Tadeus. Das war wirklich okay. Doch was machst du, wenn ich auf volle Leistung gehe? Der Apparillo rumort. Es qualmt aus dem Schlot. Doch auf das hämische Lachen. Mein Sandy. So ein Idiot. Und SpongeBob erklärt. Ha, ich besiege dieses Ding. Und mit zwei Pfannenwändern steigt er nun in den Ring. Schon hat er die Buletten zum Fliegen gebracht. Und im Nu sind 103 Burger gemacht. Und Thaddäus muss ich nun eines gestehen. Ich habe nur noch eine Chance. Ich muss die Leistung erhöhen. Er drückt und er prescht. Sein Gesicht läuft blau an, bis der Hebel den Druck nicht mehr aushalten kann. Der Apparat bollert und spuckt sogar Feuer. Der flüchtende Ruf. Das ist mir nicht geheuer. Blitze schlagen aus dem stählernen Schlund. Doch SpongeBob sagt nur... Zeig, was du kannst. Mir wird's langsam zu bunt. Schon kommen die Burger angeflogen. Hunderte, Tausende, ungelogen. Aber SpongeBob, der Held, jeden Angriff pariert, bis der böse Apparillo dann doch kollabiert. Mit einem riesigen Knall explodiert er nun. Dieser Höllenlärm weckt sogar Neptun. War was? Es ist alles vorüber. Stille kehrt ein. Und SpongeBob weiß nun, dieser Sieg ist sein. Die Menge, sie jubelt und preist ihren Held. Doch was ist mit ihm? Er taumelt und fällt. Die Bestattung war schmucklos und von kurzer Dauer. Es gab leise Betrübnis und Tränen der Trauer. Ja! Ja, Moment. Dachtet ihr, SpongeBob liegt hier begraben? Tja, da müsst ihr was falsch verstanden haben.